ja, Mehr Demokratie ist auf Tour. Wir sammeln Unterschriften für einen Volksentscheid über den ESM-Vertrag und den Fiskalpakt. Unsere Androhung: Wenn der Bundestag diese Forderung nicht umsetzt, dann wollen wir vor dem Verfassungsgericht Verfassungsbeschwerde einlegen. Neben mir steht Wolfgang Bosbach. Er ist ein alter Bekannter von Mehr Demokratie. Ich will nicht sagen Widersacher. Mehr Demokratie steht für bundesweite Volksentscheide. Wolfgang Bosbach hat immer gesagt, das brauchen wir nicht. Herr Bosbach, jetzt in diesem ganz konkreten Fall des ESM-Vertrags, des Fiskalpakts, es wird eine Menge Legitimation an die Europäische Union abgegeben. Bräuchte es in diesem Fall nicht dann doch ein Referendum? Wenn es in Anführungszeichen nur an die Europäische Kommission abgegeben würde oder an das Europäische Parlament, dann wären meine Bedenken ja nicht so groß, wie sie sind. Tatsächlich stützen wir eine Zweckgemeinschaft in Luxemburg. Da ist von Demokratie nicht mehr allzu viel die Rede. Da geben wir in der Tat gewaltige Rechte ab, insbesondere Zugriffsrechte auf den Bundeshaushalt. Aber ob wir auch auf Bundesebene über das jetzt geltende Recht hinaus Volksbegehren, Volksentscheide einführen, kann man nicht an einem einzigen Thema festmachen. Das muss man ganz grundsätzlich entscheiden. Also das wäre geradezu albern, wenn man sagen würde, in diesem Falle ja, aber ansonsten nein. Na gut, wir können ja sagen, dass wir generell in einem Fall, in dem die BRD Rechte, Kompetenzen an die Europäische Union abgibt, in jedem Fall immer ein Referendum stattfinden lassen. In gewisser Weise hat es das ja auch das Bundesverfassungsgericht gefordert, einem Urteil. Naja, das nicht gerade, aber die Argumentation ist auch einigermaßen kurios. Wenn man der Auffassung ist, dass direkte Demokratie der repräsentativen Demokratie überlegen ist, weil das ein höheres Maß an demokratischer Legitimation hätte, die Entscheidung, dann muss das ganz generell gelten. Man kann ja nicht einen bestimmten Politikbereich herausnehmen und kann sagen, dafür direkte Demokratie ja, aber für alles andere nein. Dieses Thema, so bedeutsam es ist, wird doch dazu genutzt, für mehr direkte Demokratie im Allgemeinen zu werben. Und das ist ja auch legitim. Gut. Was meinen Sie, der Bundestag ist jetzt gerade in Verhandlungen darüber, wie die Parlamentsbeteiligung zu diesem ESM-Vertrag aussehen soll. Wo sehen Sie denn die rote Linie, den Rubikon, wie auch immer man es nennen will, der nicht überschritten werden darf? Ich bin da wahrscheinlich der falsche Gesprächspartner, weil ich dem Vertrag ja auch unabhängig von einer stärkeren Beteiligung des Deutschen Bundestages bei den Entscheidungsfindungen nicht zustimmen werde. Ich lehne ihn ja nicht ab, weil mir die Parlamentsbeteiligung zu niedrig oder der deutsche Haftungsanteil zu hoch ist, sondern weil wir ein ganz wichtiges Prinzip aufgeben, und zwar endgültig auf alle Zeiten, nämlich das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit der Staaten, also die eigene Haftung für die Folgen von politischen Entscheidungen, insbesondere im Rahmen Steuerpolitik, Haushalt und Finanzpolitik. Und wenn wir dieses Prinzip der Eigenverantwortlichkeit erst einmal aufgeben, dann wird es Staaten geben, die Risiken eingehen würden, die sie nie eingehen würden, wenn sie wüssten, dass sie für die Folgen alleine haften müssen. Deshalb lehne ich den ESM ab. Das heißt, Sie kritisieren auch, dass man aus diesem Vertrag nicht mehr austreten kann, sofern nicht alle Mitgliedstaaten sich darüber einigen, dass man diesen Vertrag auflösen will. Ja, noch bevor der Deutsche Bundestag abgestimmt hat, liegen sich ja die Verfassungsrechtler zumindest rhetorisch in den Haaren, ob man aus diesem Vertrag wieder herauskommt oder nicht. Es gibt keine Ausstiegsklausel, keine Kündigungsklausel, es kann auch niemand ausgeschlossen werden, das spricht für dauerhaft. Aber natürlich kann man auch aus völkerrechtlichen Verträgen dann aussteigen, wenn das Festhalten am Vertrag für ein Land, für eine Nation schlechthin unzumutbar ist, oder Clausula rebus sextantibus, wenn sich die Verhältnisse so geändert haben, dass die Vertragsgrundlage längst wie hier dem ESM entzogen ist. Aber es ist schon richtig, das ist eine Verpflichtung, die wir und andere Länder eingehen, zunächst einmal auf Dauer. Wenn Sie sagen, Sie lehnen den Vertrag generell ab, Sie lehnen ESM-Vertrag und Fiskalpakt? Nein, den Fiskalpakt natürlich nicht. Da gibt es ja keinen vernünftigen Grund für. Der Fiskalpakt soll ja für strengere Haushaltsdisziplin in den Mitgliedstaaten der Eurozone sorgen. Das, was wir innerstaatlich schon als richtig erkannt und verfassungsrechtlich abgesichert haben, soll jetzt auch von den anderen Euro-Mitgliedsländern in die Verfassung aufgenommen werden. Warum sollte ich da dagegen sein? Da ist meine Sorge eher, dass die politische Praxis
nachfolgend so ähnlich aussehen wird wie bei der Verabredung der Maastricht-Stabilitätskriterien auch. Auch die sollten natürlich strikt eingehalten werden und sind in den letzten Jahren über 60 Mal gebrochen worden. Wie würden Sie die Beteiligung der Parlamente an dieser Stelle beim Fiskalpakt gestalten wollen? Denn auch hier ist es ja doch ein Eingriff ins Haushaltsrecht, wenn die Parlamente nicht mehr so viel ausgeben dürfen, wie sie vielleicht gerne wollen. Na gut, das haben wir innerstaatlich so beschlossen. Das ist übrigens seit Jahrzehnten geltendes Recht. Auch die Neuverschuldung ist verfassungsrechtlich nicht grenzenlos möglich. Das hat ja gerade die rot-grüne Landesregierung hier, die Minderheitsregierung in Nordrhein-Westfalen erlebt. Man wollte immer weiter fröhlich Schulden machen und das Verfassungsgericht des Landes NRW hat dem aus guten Gründen einen Riegel vorgeschoben. Also grenzenlose Verschuldung war verfassungsrechtlich noch nie möglich. Das Parlament berät sehr, sehr intensiv, aber wir wissen natürlich auch, dass der Gestaltungsspielraum sehr eng ist, denn die Regierungschefs kommen nach Hause in ihre nationalen Parlamente und sagen, wir haben uns jetzt so verabredet. Ihr könnt jetzt Ja oder Nein sagen, aber wenn ihr Nein sagt, dann ist es eine Katastrophe und das führt dann natürlich dazu, dass man sich nicht verfassungsrechtlich, aber doch politisch-moralisch verpflichtet fühlt, dem zuzustimmen. Trotzdem kann ich persönlich den Vertrag nicht unterstützen. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Thema Parlamentsbeteiligung, Volksentscheide, wobei soweit eigentlich nicht. Mehr Demokratie beklagt ja ein generelles Defizit an Demokratie in der Europäischen Union. Ursprünglich vorgesehen war für eine Änderung der Verträge über die Arbeitsweise der Europäischen Union eigentlich ein Konvent. Und unsere Forderung ist ja eben jetzt an diesem Punkt, diesen Konvent einzuberufen, um sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man die Demokratie in der Europäischen Union stärken könnte. Was wäre Ihr Modell? Also nichts spricht gegen einen Konvent, zumal wir ja bereits einen Verfassungskonvent hatten zur Vorbereitung des Lissabon-Vertrages. Im Moment haben wir allerdings mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, denn jede Vertragsänderung setzt ja das Einvernehmen von allen beteiligten Staaten voraus. Und je mehr Staaten in die Europäische Union streben und von ihr aufgenommen werden, desto schwieriger wird es im Ernstfall werden, immer ein Einvernehmen herzustellen. Ganz generell geht es um eine andere Frage, nämlich wie viel nationale Souveränitätsrechte wollen wir und andere Länder noch an europäische Institutionen abgeben? Das läuft unter der Überschrift Vereinigte Staaten von Europa oder mehr Europa. Was wollen wir auf Dauer bleiben oder werden? Ein Staatenbund oder ein Bundesstaat? Ich plädiere für Staatenbund. Herr Bosbach, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben an diesem schönen Tag hier in Bergisch Gladbach.